Yo Leute und willkommen zurück zu No Man's Sky. Jo, wir sind immer noch dabei, den Angestellten unserer Basis hier zu helfen. Dem Wissenschaftler müssen wir noch zu Ende helfen und vielleicht noch so einen Fahrzeugtypen mal irgendwie anquatschen. Ich glaube, Ausbau der Basis ist im Moment die einzig aktive Quest, die ich in dem Bereich habe. Und wir sollen eine Schaltplatte besorgen. Aber dafür habe ich doch beim letzten Mal einen Bauplan gelernt, oder? Hitzekondensator. Ach so, aus Frostkristallen und Solanium. Und Polyfaser aus Kaktusfleisch und Sternenknollen. Kann ich die beiden Sachen denn? Was war's? Ein Hitzekondensator und Polyfaser. Kann ich sogar beides. Frostkristalle und Solanium 100 und 200 und Kaktusfleisch und Sternknolle 200. Ja, das wird ein Spaß. Mal gucken, was wir davon denn schon so haben. Und Reste müsste ich davon auf jeden Fall noch haben. Ach guck mal, Sternenknolle habe ich sogar, 256. Das ist deutlich mehr als gedacht. Dann können wir uns vielleicht den natürlichen Planeten oder den üppigen Planeten oder was auch immer es da war, schon sparen. War es auch Kaktusfleisch? Es waren... Kaktusfleisch und Sternenknollen und Frostkristalle und Solanium. Kaktusfleisch war es auf jeden Fall auch. Davon brauchen wir noch ein bisschen was. Ne, ich wollte es nicht wieder zurücktun. Ich wollte es eigentlich umsortieren, aber das geht hier natürlich nicht so richtig. What the fuck? Ich habe magnetische Resonatoren hier drin liegen. Wo kommen die denn her? Hier sind auch noch Frostkristalle, die brauche ich auch noch. So, Solanium. Habe ich auch noch da. Das Ding wollte ich mal verkaufen. Phosphor kann hier rein. Dioxid brauche ich nicht so richtig. Salz eigentlich auch nicht. Das könnte ich eigentlich mal zerstören. Da habe ich noch gar nicht so einen richtigen Verwendungszweck für gefunden. Das hier muss ich mal dringend verkaufen. Das ist auch geil. Auch hier gibt es wieder nur Schnellübertragungen. Ach geil, man kann den Lagerbehälternamen auch ändern. Dazu kann man sich dann doch mal feste Kategorien ausdenken. Aber warum kann ich hier nicht irgendeinen Stapel oder so bauen? Naja, egal. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte ich jetzt mein Raumschiff pimpen können. Dass ich kostenlos starten und landen kann. Kabelbäume. Ach so, Antimaterie brauche ich jetzt noch 5 Stück. Nein, eine Antimaterie fehlt natürlich noch. Verdichteter Kohlenstoff. Brauche ich dafür? Habe ich das auch noch irgendwo hier im Container drin? Ansonsten Kohlenstoff müsste ich mehr als genug haben. 3000 irgendwas. Ne, ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht hier drin. Dann bemühen wir unsere Raffinerie mit Kohlenstoff. Und gehen da mal deutlich runter. So, das ist 2 zu 1. Ach so, Treibstoff fehlt auch. Ja, dann nehmen wir auch den Kohlenstoff für. Ich habe sogar noch ein bisschen verdichteten Kohlenstoff. So, und das geht ratzefatze, sehr schön. Wo ich auch immer die nochmal her hatte, diese Dinger. Ich wusste echt nicht mehr, dass ich die noch im Inventar hatte. So, wo ist mein fucking Raumschiff? Hier. So, und damit kriegen wir dieses... Ah ne, ich muss ja auch noch craften. So. Und damit kriegen wir dieses Ding endgültig repariert. So.
Nee. Technologieslots sind alle belegt, dann hauen wir es mal hier unten hin. Neben die anderen Technologien. Ja, cool. Und jetzt brauche ich, glaube ich, keinen Wasserstoff mehr. So. Aber ich müsste eigentlich auch noch Solanium oder sowas haben. Oder habe ich das jetzt restlos verbraucht, letzte Mal irgendwo? Natrium. Ich bin irgendwie ein bisschen irritiert, muss ich sagen. Ah ne, da ist es doch. So, also. Frostkristall. Ja, das können wir da weg hier. Der letzte magnetische Resonator. Zack. Sorry Leute für dieses ganze Inventar-Geswitche, aber es muss jetzt mal sein. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen zusammenlegen, was wir wo brauchen. So. Und so. Und das tauschen wir jetzt nochmal. Also. Mmh. 100 Frost und das andere 200 und 100 Kaktus. Okay. Frost links. So, davon haben wir jeweils genug. Ich brauche noch ordentlich Solanium und ein bisschen Kaktusfleisch. Ja, Leute. Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben, ne? Nee, wir steigen aus und beamen uns erstmal ins System. Schlauerweise müsste ich mal auf jedem Biom eine Teleportstation bauen, damit ich zumindest jedes Biom irgendwie mal einen kurzen Weg hin habe. Aber das auch später. So, wo wollen wir hin? Grünlich. Trostlos. Da bekam ich auf jeden Fall die Kakteen. Also noch Abkauer müssen wir mal wieder. Abkauer ist auch ein geiler Name. Ich kau dir gleich ein Ohr ab, Junge. So, Raumstation. Abkauer hinworfen. Auf geht's. Ach Mann, man kann hier drin ja nicht rempeln. Ich versuche ja auch immer meinen Schnellsprung quasi zu machen, aber es geht hier ja nicht in so einer Station. So, trostloser Planet. Genau da wollen wir hin. Okay, das ging sehr schnell. Jo, und ich sehe auch schon jede Menge Kakteen rumstehen. Also ist das genau das, was wir brauchen. Nee, wollte ich überhaupt die Kakteen? Ja doch, so ein bisschen Kaktusfleisch brauchen wir noch. Das ist schon wieder nicht das Richtige hier. Das Ding ist, man könnte natürlich so einen Kack auch alles anbauen. Aber dafür müsste ich irgendwie mal ein bisschen strukturierter spielen. Das strukturierte Spielen habe ich noch nicht so raus. Ich mache das immer alles so on demand. Ich habe auch, mir fehlt so das Gefühl dafür, was es sich lohnt, hier im Voraus mal anzubauen und einzulagern und was nicht. Und deswegen bereise ich halt die Planeten, um mir das Zeugs einfach so abzufarmen, anstatt es irgendwie anzubauen und auf Vorrat zu haben. Ja, das ist mit ein Grund, warum wir so viel Kohlenstoff haben. Weil dieses ganze Pflanzengefarme, wo irgendwelche Sekundärressourcen drin sind, das gibt halt immer Kohlenstoff und nur wenig von den Sekundärressourcen. Also Kohlenstoff werden wir, glaube ich, in der näheren Zukunft keine Probleme mit haben. So, 100 Kaktusfleisch. Kann ich das jetzt hier machen?
Polyfaser kann ich tatsächlich im Inventar craften. Und die Schallplatte braucht jeweils eins, ja? Auch die kann ich im Inventar craften. Genau, der Hitzekondensator. Dafür brauche ich jetzt noch knapp 150 Solanium. Das wird... Hatte ich schon mal Alohefleisch eingesammelt? Ich weiß es nicht. Machen wir einmal für den Tagebucheintrag bzw. für unsere Datenbank. Irgendwas Interessantes in der Nähe? Irgendwelche Gebäude oder sonst was? Nö, ich sehe jetzt auf Anhieb nix. Was ist das da? Was ist das denn für ein Vorkommen? Ist jetzt Phosphor oder was hat es auf diesem Planeten nochmal gegeben? Pyrit. Brauchen wir jetzt nicht. Kennen wir aber. Startschubdüse 45%. So einen krummen Wert haben wir bis jetzt auch noch nicht gesehen. Also sie scheint sich nicht immer instant auf 100% aufzuladen. Scheint ein bisschen zu dauern. So. Für Solanium müssen wir, glaube ich, wieder zurück in unsere Heimat. Ah ne, stimmt gar nicht. Ich glaube hierhin. Asche. Ne, Asche war vulkanisch, ne? Und Solanium brauchte ich, glaube ich, was Heißes für, oder? Ich meine, es wäre Shin 11 gewesen. Yuang Obel. Genau, da wollen wir gerne hin. Dankeschön. Und Solanium war, glaube ich, auch Sekundärressource von irgendwelchen Pflanzen. Und ich glaube, von den Pflanzen mit den großen, flachen Blättern, wenn es das wirklich so ist, dann kann das Farmen etwas dauern. Weil ich glaube, dass sie auch nicht so viel hergegeben haben als Sekundärressource. Naja, schauen wir mal. Ja, doch, ich erinnere mich. Genau, das war die Nummer mit diesen komischen Pflanzendingern und der Planet, wo mich die Wächterdrohnen die ganze Zeit angegriffen haben. Das wird ein großer Spaß werden. Genau, Solanium als Zweitressource. Oh Mann. Stück, Leute. Da sind wir eine Weile beschäftigt. Und da kommt auch schon der erste Wächter, der mich angreifen will. Komm, geh mir nicht auf den Frack, bitte. Vielleicht soll ich Solanium mal anbauen. Ich weiß allerdings nicht, wie oft ich es noch benötigen werde, aber Solanium war schon immer ziemlich ätzend. Aber ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass mir halt hier auf dem Planeten die Wächter die ganze Zeit auf den Frack gehen. Da ist er schon wieder. Ich höre ihn schon wieder neben mir stehen.
Ja, ein Feuersturm kommt auch noch. Echt ein Träumchen, dieser Planet. Ein echtes Träumchen. So, was sagt unser Inventar so? 133 immerhin schon. Es geht immerhin ein bisschen flotter, als ich gedacht habe. So, aber wenn man die ganze Zeit hier so durchschnetzelt. Ah, da ist der Feuersturm. Sag mal, was ist eigentlich hier mit meinem Turboantrieb geworden? Seit wann hält der so lange? Boah, wie das Gefahrenschutz abgesaugt wird. Unfassbar. Aber es hilft ja nichts. Mal schnell weiterfahren. Irgendwie müssen wir hier durch. 162, also nochmal 40. Ja, die Drohnen scheint es weniger zu stören, dieser Sandsturm. Ah, was haben wir hier? Die Wasserstoff. Und ich muss irgendwann mal auch wieder vermehrt Natrium einsammeln. Oder wenn es Pflanzen gibt, gibt es Pflanzen, die Natrium hergeben? Sowas könnte ich auch mal anbauen. Ach, komm schon. Hallo Drohne. Oh, 250 Solanium. So, wo ist mein Raumschiff? Die Richtung. Ah, guck mal, da ist ganz viel Natrium. Das sollten wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Nee, das muss ich, glaube ich, einfach einsammeln hier, ne? So, hier ist Natrium Plus. Das muss ich auf jeden Fall abbauen. So, die Pflanze nehmen wir auch nochmal mit. Reisemeilenstein erreicht mal wieder. 3 Souls überlebt. Was auch immer Souls sind. Das Spiel ist so hart. So, jetzt setzen wir uns erstmal in unser Raumschiff. Da drin ist nämlich sicher. Und craften mal von da unsere Schallplatte. Schaltplatte. Immer noch nicht zu verwechseln mit Schallplatte. So. Was hatten wir? Genau, die Polyphase haben wir gebaut. Jetzt fehlt noch der Hitzekondensator. Und jetzt können wir auch die Schaltplatte bauen. Komm, weg hier. Von diesem ungemütlichen Planeten einfach mal weg. Ne, jetzt habe ich fast einen Salto gemacht. Das ist auch nicht so cool. Sommerschiff. Ab in die Heimat.
So, kleine Pirouetten gedreht. Huch. Unsere Basis ist da. Moment. Falsche Quest ausgewählt. Das ist auch so geil, ne? Irgendwie. Irgendwie verstellt die sich manchmal. So, jetzt wird mir mein Quest-Icon hier nicht angezeigt. Ich hoffe, die Quest ist trotzdem da, wo ich vermute. Nämlich in meiner Basis. Komm, irgendwo hier muss doch mal eine Landesequenz verfügbar sein. Ja, natürlich. Das ist auch so geil. Irgendwie kann ich nur noch außerhalb meiner Basis landen oder wahlweise im Gebäude. So, da ist er. Achso, dir soll ich die geben? Ich dachte, dem Wissenschaftler. Ich hoffe doch, dass unser Wissenschaftler deine Wünsche erfüllt hat, mein Freund. Er hat die Schallplatten, die wir brauchen. Als ich mich dem Aufseher nähere, dachte ich, Selbstgespräche in einer Sprache gehört zu haben, die ich kenne, aber nicht verstehe. Doch Sekunden später gibt es keine Spur mehr von der Gehässigkeit, die ich zu hören geglaubt hatte. Ich habe mich wohl geirrt. Sekretär Osho bittet mich um die Schallplatten. Hier hast du eine Schallplatte. Der Aufseher ist seltsam, aber nicht mehr oder weniger... als die anderen mir bekannten Wesen. Er war sogar hilfreicher als viele andere. Ich überreiche die Schallplatten und erhalte eine Belohnung. Terminal des galaktischen Marktes. Ein Handelsterminal, das sofortigen lokalen Zugriff auf das Handelsnetzwerk für Ressourcen und Verbrauchsgüter bietet. Ja, das ist cool. Das können wir uns mal hier unten hinbauen. Dann können wir nämlich hier unten Zeugs verkaufen, was wir nicht mehr benötigen. Ah, mein Freund, du wirst bestimmt mit Sekretär Osho zufrieden sein. Ich habe Pläne für etwas Raumschiff-Technologie entworfen, aber ich kann meinen Entwurf noch nicht mit deinem Schiff verbinden. Ich brauche einen Gravitino-Ball für ein perfektes Gerät. Der Aufseher hat vorausgesagt, dass ich zufrieden sein würde und er behielt recht. Er ist ständig bemüht, mein Zuhause zu verbessern. Ein Gravitino-Ball wird für die Fertigstellung der Raumschiff-Technologie benötigt. Der Farmer könnte mir dabei helfen. Du wirst es nicht bereuen, mein Freund. Bla, bla, bla. Jo, ein Gravitino-Ball. Den haben wir tatsächlich noch nicht. Aber ich wollte mal gucken. Jetzt bringe ich hier mal dieses Handelsterminal an. Aber ich wette, auch das kann ich nicht benutzen. Kann ich es nur im Gebäude anbringen? Bauen nicht möglich. Ungültige Position. Wo ist denn eine gültige Position? Irgendwie ist nirgendwo eine gültige Position. Also diese ganzen Baugeschichten, die sind mir ja immer noch so ein bisschen ein Rätsel, muss ich sagen. Wo soll ich den denn anbringen? Wo ist keine ungültige Position? So, Gravitino-Ball. Silber. Silber habe ich auf jeden Fall noch im Lager. Ich weiß nur nicht, wie viel. Ich denke, die Quest müssen wir dann beim nächsten Mal weiterführen. Dann können wir uns jetzt gleich erstmal um eine andere Geschichte kümmern. Oder beim übernächsten Mal. Je nachdem, ob ich hier nach noch direkt weiterspiele oder nicht. Was suche ich? Silber. Silber war in meinem anderen Lager. Ach, guck mal, es ist sogar ganz ordentlich. So, und ich würde auch tatsächlich mal... wo war's denn? Nip, nip, Sterndorn. Kann ich nicht, doch, Solanium muss ich doch auch anbauen können. War das... Sternendorn. Ja, es müsste das hier gewesen sein, ne? Guck mal, Phosphor. Ich meine, Phosphor hätte ich auch noch. Und ich meine, Phosphor wäre hier.
Phosphor habe ich auch noch. So. Müssen wir vielleicht ein bisschen weniger Solanium demnächst fahren. Phosphor kann zurück. Und Silber kann zurück. Frostkristalle eigentlich auch. Die Blume auch. Ju, dann haben wir doch wieder ein bisschen Platz im Inventar. Den Diewasserstoff können wir mal weghauen. Nichtsdestotrotz, wie lange dauert das? Steht das hier irgendwo? 2 Stunden. Ja, das wird heute nichts werden. Dann könnten wir das hier mal machen. Das wollte ich auch noch mal ausprobieren. Bevor wir zu Artemis mal zurückkehren. Den Bau einer Industrieeinheit erlernen. Erlerne den elektromagnetischen Generator. An Bord der Weltraumanomalie kannst du die Konstruktionspläne erlernen. Rufe im Weltraum. Ja gut, dann müssen wir wohl zur Anomalie. Ich hoffe, ich kann es mir leisten. So, da haben wir schon unsere Weltraumanomalie. So. Ist das schon geborgene Daten einsetzen? Ich hoffe, ich habe davon genug. Weil es ist noch meine aktive Quest, ne? Ja, da müsste das eigentlich mein Ziel sein. So, was soll ich lernen? Noch einmal das Ziel switchen, dann müsste das mir eigentlich nochmal anzeigen. Den elektromagnetischen Generator. Oh Gott, ich habe noch 3 geborgene Daten. Ich fürchte, ich muss wieder runter. Und erstmal Daten sammeln. Wo ist denn der elektromagnetische Generator? Das Ding müsste ich auch mal irgendwann bauen. Mittlere Raffinerie, große Raffinerie, Antimaterie-Reaktor, Nährstoffprozessor. Hier bin ich hergekommen. Wo finde ich den elektromagnetischen Generator? Der wird ja nicht bei den ganzen Wänden hierbei sein, oder? Die ganzen Pflanzengeschichten. Ach, guck mal, das ist geil. Die ganzen Rezepte habe ich jetzt schon. Sonst hätte ich die wahrscheinlich hier kaufen müssen, ne? Flora-Behälter. Zur Verschönerung. Achso, das ist wirklich nur Verschönerung. Damit könnte ich so eine Aufzugsstation ein bisschen schöner gestalten. Ach, da. Elektromagnetischer Generator. Guck mal, ich habe sogar alles, was ich bräuchte, um das zu bergen. Aber es fehlen mir noch 7-mal geborgene Daten.
Tja. Dann müssen wir nochmal Daten bergen. Geborgene Daten. Ja, hilft ja nichts. Haben wir was zu tun, diese und nächste Folge, würde ich sagen. Jo, wo ist mein Schiff? Da hinten. Ich müsste mal ein bisschen besser aufpassen, wo ich mein Schiff abstelle. Sonst denke ich irgendwann nochmal, oh, mein Schiff wurde von irgendwem geklaut. Dabei steht es nur irgendwo anders. Ist mir mit meinem Auto übrigens auch noch nie passiert. So, die Frage ist auch noch, wo wollen wir denn geborgene Daten erkunden? Vielleicht in irgendeinem System, wo uns noch Planeten fehlen, wo wir noch gar nicht wissen, was das sind. Ja, vielleicht können wir hier ja mal die restlichen zwei Planeten erforschen. In Yuanyi Obel. Hier sind auch jede Menge. Und hier auch. Naja, machen wir mal Yuanyi Obel vollständig. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht jetzt auch noch das. Huch. Was? Nein. Ich wollte auch gar nicht mit dir reden. Ich wollte auf meinen Warp zugreifen. Aber das habe ich jetzt gerade verkackt. Ja gut. Leute, wenn ihr unbedingt sterben wollt... Wow, ihr seid einige. So, aber den ersten von euch hätten wir. Wo ist seine Ladung geblieben? Ich weiß es nicht. Ah, hier macht es gerade ordentlich Rambazamba auf jeden Fall. Hier schießt irgendwas ordentlich auf mich. Ich brauche gerade mal ein bisschen Abstand, um mein Schild neu aufzuladen. So, und jetzt bremsende Kehrtwende. Boah. So, und jetzt einmal durch das Zeugs da durchfliegen und dann müsste eigentlich unser Schild wieder einigermaßen aufgefüllt sein. So. Die Nummer läuft doch. Oh, auch schon tot. Oh. Vielleicht müsst ihr euch nächstes Mal mit jemandem anlegen, der ein bisschen ungefährlicher ist als ich. Ja, Leute, mit diesen Worten sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.